Ich wollte mich nochmal kurz melden, um ein paar Dinge loszuwerden. Als erstes fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ich nicht selber rede. Naja. Mein Mikrofon ist kaputt gegangen und jetzt ist die Audioqualität beschissen. Neues Mikro ist aber schon bestellt und wird bis zum nächsten Video bereit sein. Als erstes wollte ich euch sagen, dass ich jetzt einen Instagram-Account habe, auf dem ab jetzt immer Bilder aus dem Phantasialand in Planet Coaster, aus dem richtigen Phantasialand und auch ab und zu mal Stories kommen werden, in denen ich zeige, was an dem nächsten Recreation Park kommen wird. Der Link zu dem Instagram-Account ist in der Videobeschreibung. Als nächstes wollte ich euch sagen, dass ich jetzt einen Zeitplan habe, das heißt, es kommt ab jetzt jeden Sonntag eine Recreation Cinematic und jeden zweiten Mittwoch ein Speedbuild mit Kommentare. Außerdem habe ich in den letzten Tagen überlegt, was die nächste Ausgabe der Coaster Competition für eine Aufgabe beinhalten könnte. Ich habe mir so etwas vorgestellt wie, baue einen Flying Coaster mit einer Streckenlänge von mindestens 1500 Metern, mit einem beliebigen Dimming, innerhalb von 7 Tagen. Allerdings bin ich jetzt am Überlegen, ob ihr so viel Zeit in etwas reinstecken würdet, wofür es im Endeffekt keine Belohnung gibt. Denn auch ich möchte gerne mit dem Phantasialand vorankommen und weiß nicht, ob ich mir dann 1 Woche Auszeit nehmen kann, um für eine Coaster-Competition zu bauen. Schreibt mir mal gerne eure Gedanken oder Vorschläge bezüglich der Coaster-Competition in die Kommentare. Das war auch alles, was ich sagen wollte. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.